Cheers! Mein Name ist Pinex und herzlich willkommen zu Lords of the Fallen. Heute möchte ich euch in einem kleinen Video zeigen, wie ihr unendlich Umbralreste und Erfahrung farmen könnt, ohne irgendetwas dafür zu tun. Naja, eine Kleinigkeit müsst ihr schon dafür tun. Und zwar müsst ihr euch von dem Hub aus zu dem Glockenturm teleportieren. Das heißt, ihr müsst schon ungefähr 2-2,5 Stunden, je nachdem, wie lange ihr braucht, gespielt haben. Beim Glockenturm angekommen, dreht ihr euch nach links, nehmt die Beine in die Hand, rennt an dem Mob vorbei und springt in den Abgrund. Ja, in den Abgrund. Ihr spawnt dann in der Umbralwelt neu, könnt hier über dieses Gerippe gehen, springt einmal hier rüber, bewegt euch dann bis zum Ende hier weiter und wollt diese Plattform hier rausziehen. So, dann kommt diese Plattform hier rüber. Ihr begebt euch auf die Plattform, zieht die Plattform dann praktisch wieder in die Mitte. Und das ist die Position, die ihr erreichen müsst. Mehr habt ihr eigentlich nicht zu tun. Und dann positioniert ihr euch hier hinten an dieser Ecke. Und dann heißt es eigentlich nur noch warten. Ihr positioniert euch so nah hier, wie es nur geht. Es kann sein, dass diese Fernkampfgegner Probleme machen. Also packt euch eine Fernkampfwaffe ein. Dann könnt ihr die kurz wegmachen. Und dann habt ihr Ruhe. Und dann könnt ihr so lange hier stehen bleiben, wie ihr wollt. Und farmt Umbralreste und Erfahrung. Wie farme ich denn jetzt Erfahrung und Umbralreste, indem ich hier einfach nur rumstehe? Das hat etwas mit der Mechanik in der Umbralwelt zu tun. Ihr seht rechts oben einen Multiplier. Der kann auf bis zu 3-mal hochgehen. Umso höher der Multiplier, umso stärker die Gegner und umso höher die gewonnene Erfahrung. Bei 3-mal kommt der Tod selber, der Reaper. Und der versucht euch von hinten zu backstabben. Und indem ich diese Position hier einnehme, fällt der einfach direkt in den Tod. Und ihr seht dann auf der anderen Seite auf der Klippe seine Erfahrung aufploppen und sogar noch die Umbralreste droppen. Das heißt, ihr könnt hier stehen bleiben, irgendwann eure Umbralreste einsammeln und nach Hause gehen. Zu erwähnen ist noch, dass der erste Spawn des Reapers ungefähr 6 Minuten dauert und danach spawnt er jede ungefähr 3 Minuten. Zu erkennen ist der Reaper an dem roten Leuchten. Das heißt, ich würde erst immer dann weggehen, wenn der Reaper gerade einmal angegriffen hat und praktisch besiegt wurde. Wenn ihr dann sagt, jetzt habe ich genug gefarmt, zieht ihr die Plattform einfach wieder zurück, so dass ihr natürlich auch an euren Loot kommt. Sammelt einmal alles auf, klickt euch hier durch eure Umbralreste, weil das werden unter Umständen ein paar sein. Lasst euch da bloß nicht umbringen, weil es spawnen ja dann hier auch ein paar Gegner und gerade schießt auch der Mob von unten auf uns. Wie gesagt, wenn ihr den Feuer erledigt, ist das alles ein bisschen safer. Wenn ihr dann alles habt, lauft ihr einfach wieder nach oben über diese Planke hoch zu dieser Rampe hier. Und dann seid ihr schon wieder an eurem Safe Spot, an den Überresten und könnt euch ausruhen. Damit resettet ihr dann natürlich auch wieder den kompletten Multiplikator von dem Umbralkram. Aber ihr seht, ich habe jetzt innerhalb von 20 Minuten war es 20.000 Erfahrungen gesammelt und natürlich einiges an Umbralresten. Wir gucken mal, wie viel wir denn dann gerade bekommen haben in 20 Minuten. Knapp 50 Stück. Das heißt, das geht wirklich, wirklich fix. Ich hoffe, dieses kleine Video konnte dir ein bisschen dabei helfen, Erfahrung zu sammeln und vor allem Umbralreste zu farmen, damit du dir alle Boss-Sachen kaufen kannst. Und wir sehen uns, hören uns im nächsten Video. Bis dahin und ciao.